Ja, Kaspische Grenze mal wieder. Ich habe vorhin schon mal gespielt. So ganz überzeugt hat's mich noch nicht, weil dafür, dass Battlefield 4 immer so angepriesen wird mit Levolution und was sonst noch für ein Mist, muss ich sagen, hat's mich bis jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich werde auf jeden Fall den Pionier wieder spielen und dann werden wir mal gucken, wo ist mein Squad? Das hat's gerade zerrissen. Ja, dann gehen wir dahin. Und wenn der Commander oder mein Squad Leader auch noch nicht. Mein Squad Leader auch noch nicht weiß. Ach, da ist das restliche Squad von mir. Der eine, der springt sich in den Tod oder wurde erschossen. So, ich bin jetzt als Engineer unterwegs mit dem DMR, wo ich das letzte Mal schon festgestellt habe, dass mir das auf solchen Maps mit größeren Entfernungen, also mit einer besseren Sicht, schon recht nützlich war. Wenn ich richtig gesehen habe, ist da hinten einer geflitzt. Jetzt gucken wir erstmal, das ist meine. Da war doch gerade einer, oder? Oha! Oh, Mist! Oh, ich glaube, ich habe markiert, dann wissen wenigstens die anderen, wo er sich rumtreibt. War ich zumindest der Meinung, ich hätte ihn markiert. Alter. Ich habe noch markiert gehabt, ihr Knalltüten. Und er läuft immer noch hier hinten spazieren. So, und jetzt? Hier vorbei? Wahrscheinlich nicht. Wie ihr seht, da war schon mal das DMR schon wieder hilfreich. Das D steht für Designated Marksman Rifle. Ich weiß jetzt nicht auswendig. Hat da nicht einer irgendwie geschrien oder war das einer von uns an? Auf jeden Fall dackel ich jetzt mal darüber zu dem anderen Zielpunkt, zu Alpha. Oder wie ich es die letzten Male schon gehört habe, AW Anton. So, und da wartet schon wahrscheinlich, so wie das ausschaut, die Flugabwehr auf uns. Was ist denn das für ein Ding? Da ist auf jeden Fall ein fremder Soldat. Den könnt ihr von mir aus abräumen. Was mir auch bei Battlefield 4 aufgefallen ist, bei den Karten, du bleibst überall irgendwo hängen. Also das finde ich nicht so. Also das ist. Uah, Scheiße! Boah, fuck! Wo ist denn der jetzt hin? Explodiert? Ah ja. Ich fahr mit, ich fahr mit. Hallo, ich fahr mit. So, was machen wir jetzt? Und im Moment läuft es ja ganz gut. Da unten ist ein Panzer irgendwo. Ja, also Battlefield 4, das bin ich bei vielen Punkten, wenn ich da rumspringe und so und rumrenne, bin ich schon öfters mal hängen geblieben. Also ich weiß nicht,
Müssen diejenigen, die diese für diese Level Designs verantwortlich sind, die müssen ja schon ganz schön gepennt haben. Hallo? Da sind noch Minen, oder? Wieso kann ich die nicht markieren? Ah, ne, sind unsere. Einsatzziel Bravo ist verloren. Da ist aber ein fremder Soldat! Ich Trottel, ey. Der Knallkopf. Naja, gut. Wieso ist denn der ausgestiegen? Oder haben der Minen verpasst bekommen? Das kann natürlich auch sein. Was war das jetzt? Hinter uns! Den habe ich nicht gesehen. Lag an der Tarnung, nehme ich mal an. Ja, pfuh. Und? Was sagt der Chef? Der Chef sagt hier bleiben, Gott. Ja, super, ey. Das ist natürlich der Nachteil auf kurzer Entfernung, dass man da mit dem Marksman-Rifle dann doch ein bisschen ja, ins Hintertreffen gerät. Kann man aber ausgleichen, wenn man das richtige Visierung drauf hat. Die ich eigentlich drauf habe, bloß die muss man halt auch erstmal so schnell umschalten. Also ich habe diese diese Umschaltung auf Kimmekan, ich weiß jetzt nicht, wie das hier in dem Fachchinesisch von Battlefield 4 heißt. So. Ganz wichtig, erstmal wieder Panzer nachholen. Das wird nämlich auch manchmal ganz gern vergessen. So, und da warten schon die Nächsten auf uns. Da ist gerade irgendwo einer. Hat er den jetzt erwischt oder ist er nur ausgestiegen aus dem Hubschrauber, der Knorlinger? Was ist eigentlich meine Sekundärwaffe? Ah, Kanister Munition. Danke. Da ist noch einer irgendwo. Ja, wenn man schön, wenn einer mal das Hoftor aufmachen würde. Und ja, da müssen wir halt doch anders fahren. Echo verloren, Echo verloren. Bravo ist auch nicht mehr in unserer Hand. Jetzt machen wir einen. Halt mir den Infanteristen vom Hals. Raus! Oh, Mist. Zu spät gesehen, den zweiten Panzer. Schade, 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 schade. Und schon wieder das nächste. Oh ja, Flugabwehr. So. Pimmel, pimmel, bim, 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 bim. Wo geht's denn hier raus? Da. Habe ich in dem Spiel schon mal erwähnt, dass ich Karte mich noch nicht so hundertprozentig überzeugt? Das habe bestimmt schon drei oder viermal gesagt. So, wo ist er denn?
Ui. Hätte ich nicht gedacht, dass ich mit den Raketen erwisch. Wo stehe ich denn? Ah, jetzt schiebt den Hubschrauber auf die Seite. Uah, da ist noch ein Panzer. So, wenn er sich den schnappt, dann hat er eine Menge Spaß. Zwei müssen da normalerweise lang. Wo ist jetzt der Panzer hin? Der Feind ist in unser Netzwerk eingedrungen. Systeme verabschieden sich. Ist der Panzer jetzt noch da? Der ist so. Ah, hinten fährt er. Wer ist gewusst? Einsatzziel Echo wurde neutralisiert. Gut. Ist da jetzt noch einer spazieren gelaufen? Was war denn da jetzt los? Boah, nee, das ist schon wieder dieses. Bin ich Chef im Ring? Boah. Jetzt hab ich gedacht. Anscheinend. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Dum. Einsatzziel Alpha ist verloren. Herrschaftszeiten, ey, was ist denn hier schon wieder los? Ah, schön, dass ich mal Squad-Leader bin. Weil ich nämlich eigentlich immer ganz gern diese Anweisung mit einsetze. Weil, das habe ich glaube ich schon mal erwähnt, es gibt halt Punkte für mich und für die Leute, die diese Anweisung befolgen, und es macht auch viel mehr Spaß, dann zu spielen miteinander. So, was machen wir denn jetzt? Bin ich eigentlich der Einzige im Squad oder wieso rennt der Rest plötzlich nichts mehr mit? Uah, da ist ein Sniper irgendwo. Da ist auch irgendwo was aufgeleuchtet. Dann gesehen. Da ist so ein Zweiter irgendwo rumgehampelt. Den haben wir gar nicht gesehen. Ah, Scheiße. Komm der jetzt her, ey. Ich sehe den nicht. Wo ist jetzt der Panzer hin? Ach, die hängen da drüben rum. Scheiße. Ah, Mist! Schade. Schade. War ganz schön. Oh, Panzer. Panzer. Ja. Was machen wir denn? Beziehungsweise, wo für der Panzerfahrer jetzt hin? Das ist ja das Nächste. Ja, das ist auch sau wichtig, jetzt den Turm hier einzudödeln.
Ach, leck mich doch, ey. Also sowas, das verstehe ich nicht, ey. Das sollen sie von mir aus machen, wenn sie irgendwo allein auf dem Server sind, aber nicht ständig anderen Leuten hier auf die Nerven fallen, ey. Einsatzziel Charlie ist verloren. Wo war denn jetzt der Scharfschütze? Wo hat denn das jetzt gerumpelt? Wir sind doch schon wieder oben. Oder hat er vorhin draufgeballert, weil da oben sich Scharfschützen tummeln? Wahrscheinlich. Scheiße, den erwisch ich nicht. Das ist halt zu spät geschnallt, zu spät umgeschaltet, weil ich habe ja das flexible Visier drauf, also dass dann wieder Kimmerkorn geht, was ich vorhin gesagt habe. Fahr mal wieder Panzer. Ja, Speed. Einsatzziel Charlie wurde erobert. So. So, Angriffsziel bleibt dasselbe. Kanister Munition. Wow. Da auf jeden Fall ein Soldat gewesen, oder habe ich mich jetzt verguckt? Ja, da ist einer. Nächste Panzer. Ja, das war nix. Zu sehr auf den Infanteristen konzentriert und nicht geschaut, wo der größere Gegner ist. Das ist nicht gut von mir gemacht. Was machen wir denn? Was machen wir denn? Charlie gehört uns. Ist da wirklich einer im Turm? Schon. Oh, da ist er schon wieder. Mist! So. Jetzt habe ich anscheinend mein Pulver verschossen, jetzt wäre ich nämlich immer schlechter. Jetzt wird erstmal Charlie verteidigt. Charlie wird verteidigt. Ach. Zweiter Mann, das war einer zu viel für mich. Vor allem, wenn ich mit der Pistole rumgewurschtelt habe. Es ist zu viel für mich. So.
Hab auch nicht auf die Karte geschaut, auf die Minimap. Aber manchmal sind halt doch schon die Gegner, wenn sie markiert sind, auf der vorhanden. Jo. Diesmal hat es mir ein bisschen besser gefallen als die vorhergehende Runde, aber die, wie gesagt, die Map überzeugt mich nicht. Bis bald. Tschüss.